zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Neverwinter. Es ist ja schon ewig her, dass ich, also eine gefühlte Ewigkeit, dass ich mal wirklich auch wieder Let's Plays aufgenommen habe. Epische Belohnung gab's an. Dinge, die erledigt werden müssen. Tactical Foundry. Ich glaube, das kann ich jetzt sogar machen. Das könnte man, glaube ich, auf Stufe 10. Oder wie war das? Führen Sie eine geeignete durch um Rohastraldiamanten zu erhalten. Juhu! Foundry Quest. Sie muss für tägliche Questbelohnung geeignet sein, damit die Anforderungen dieser täglichen Mission erfüllt sind, sobald ihr eure Aufgabe erledigt habt. Und was soll das bitte für eine sein? Naja, keine Ahnung. Kann man ja mal annehmen. Ja, warum nicht? Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal wirklich ein Let's Play aufgenommen habe. Aber ich hänge im Moment vor allem sehr an Neverwinter, weil es einfach trotzdem zweimal Erfahrungspunkte. Ah, 7 Stunden, ja fast 8 Stunden kriege ich noch doppelte Erfahrungspunkte. Das sollte ich vielleicht ausnutzen. Ja, Neverwinter macht mir einfach momentan mega viel Spaß. Gut, nach der letzten Folge war es eher so ein bisschen ein kleiner Tiefpunkt, aber ich habe ja... Moment, das war kurz... Out. Okay, ich habe ja von dem lieben Eulchen Tipps bekommen, jede Menge Tipps sogar, unter meinem Video, beziehungsweise über Facebook, unter dem Video, was ich da gepostet hatte. Das war's nicht. P? Genau hier. Charakter? Attributwerte erhöhen. Wurde mir übrigens geschrieben, Attribute, sehr wichtig, verteilen, unbedingt. Bei mir Pflicht wäre Geschick auf jeden Fall. Habe ich ja auch schon relativ hoch. Kann ich aber gerne machen. Wie viele Attributpunkte habe ich eigentlich zur Verfügung? 2. Okay, das heißt hier einmal Plus. Und was haben wir hier? Weisheit oder Stärke? Außer Regeneration, Resistenz ignoriert. Resistenz gegen Zeitschaden. Ich glaube, Weisheit wäre wahrscheinlich eher kritischer Treffer. Ja, also ich glaube eher so Weisheit. Wer meint's? Okay, gerne. Später. Gut, nehme ich so. Ja, möchte ich. Palim, palim. Fertig, dankeschön. So, habe ich dann verteilt. Ist schön. Was wollte ich noch? Talente zurücksetzen? Ach ja, beim letzten Mal hatte ich gefragt, ob man seine Talente denn zurücksetzen kann, die man hier verteilt hat. Wo war denn das? Hier, Talente. Weil ich die ja irgendwie auch verteilen kann. Oder verteilt habe. Man kann sie zurücksetzen, allerdings nur einmal. Danach kostet das, und zwar echt Geld. Und das möchte ich gerne vermeiden, deswegen möchte ich das möglichst so hinbekommen, dass es mir direkt weiterhilft. Wäre wahrscheinlich nur sinnvoll gewesen, wenn ich eher auf die Schießkunst gegangen wäre. Und nicht auf den Kampf. Ja, ist jetzt doof. Beim nächsten Mal. Kräfte. Da war doch auch noch irgendwas. Oder? Nee, habe ich beim letzten Mal schon verteilt, ne? Ja, genau. Klassenmechanik. Tab. Zwischen, ach ja, Fernkampf und Gedöns. Kenne ich schon, habe ich schon. So, und jetzt zu den Berufen. Da hat er mir wirklich einen relativ langen Text geschrieben, was ich auch ein bisschen verwirrend fand. Aber, fange ich mal an. Beginnen tut man quasi mit dem Beruf Führung, mehr oder weniger. Laden? Nein, ist falsch. Falsch, schließen. N. Genau, hier war das. Habe ich das schon gemacht? Führung. Hier, Führung. Da, zack. Also, Moment. Er hatte mir geschrieben. N öffnet das Menü. Dann auf Führung klicken. Jetzt verändert sich das hier. In Führung. Okay, ja, in Ordnung. Dann... mit der Stufe 1, die ich ja nun mal bin, kann ich einen Söldner anheuern oder ausbilden. Das wäre dann wahrscheinlich jeder hier. Bonus plus 5% Geschwindigkeit. Cool. Diese Ressource wird für allgemeine Berufsaufgaben eingesetzt und ist als Belohnung bei Aufgaben erhältlich. Person, Führung, Rang 1. Keine Stufenanforderung. 20 Erfahrung in Führung. Cool. Habe ich das? Brauche ich das? Habe ich. Hoffentlich. Das kann man jetzt machen, wenn ich auf Weitergehe wahrscheinlich. Ersten Söldner anheuern. Aufgabe beginnen. So, dauert jetzt ein paar Sekündchen.
Zack, zack, zack. Palim, palim. Bitte warten. Abgeschlossen. Ergebnis annehmen. Herzlichen Glückwunsch. Erfolg. Cool. Okay, jetzt habe ich einen Söldner. Cool, cool. Einer reicht wohl erstmal. Theoretisch kann man das mit mehreren machen. Dieser kann jetzt Aufgaben erfüllen, die mir Erfahrungspunkte bringen, Punkte in dem Beruf und ich glaube auch so Dinge wie Astraldiamanten, also Roh-Astraldiamanten, nicht die normalen. Diese Roh-Astraldiamanten scheinen wohl eine sehr besondere und wichtige Währung hier zu sein. Mit jeder Stufe gibt es neue Aufträge, die der Söldner machen kann. Jetzt kann ich hier quasi eine Aufgabe auswählen, glaube ich. So, dann macht er die. Die Belohnung wäre ein Silber, 75 Erfahrungspunkte und 20 Erfahrung in Führung. Das heißt, wahrscheinlich, je mehr Aufgaben er macht, desto mehr Erfahrungspunkte sammle ich. Und irgendwann kann ich dann hier auch weitergehen, sozusagen. Und das kann ich wahrscheinlich mit allen Berufen machen. Das hieße dann aber jetzt theoretisch, dass ich alle Berufe erlernen kann. Es sei denn, mir wurde beim letzten Mal was anderes gesagt. Und ich habe es nur verpennt. Ach, das dauert immer nur so ein paar Sekunden, oder was? Das wäre ja nice. Das hieße dann aber quasi, dass... Ja, theoretisch. Grundausbildung abgeschlossen. Ja, ich würde mal sagen, das ist relativ wichtig, eine Grundausbildung zu haben. Ein Silber, 150 XP. So, wenn ich jetzt eine Aufgabe wähle, dauert die 2 Minuten. Was kriege ich denn da? Kleine funkelnde Gütertruhe. Oh, oh. Mann, die enthält aber ganz schön viel. Starke Sache. Kostet mich das denn irgendwas, wenn ich denen was machen lasse? Wahrscheinlich nicht, ne? Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, nehme ich mal. Okay, jetzt aber, jetzt würde ich ganz gerne... Ich habe auch noch Quests zu erfüllen. Herrschaft, PvP wollte ich eigentlich nicht machen. Sondern eher... Wartet, F2 war das, was ich hier gesucht hatte, ne? Ja, genau. Das hier würde ich gerne. Kann ich das... Wie kann ich das denn mit Q? Wartet, F2? Q? Wah! Nein, Q war es nicht. J war es, sehr schön. Ich hab ein bisschen Leute erschrecken, passt schon. Tägliche Frappe. Ach, ich könnte zu dem Fraggle da oben gehen und mir neue Quests holen, ne? So in etwa. Fahrt? Gibt keinen Fahrt, weil tägliches Gedöns. Okay, ich gehe einfach mal zu dem. Ups. Ja, ich weiß, Ziel erforderlich, danke. Jetzt muss ich den nur wiederfinden. Ahaha. Ich sag dazu einfach. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Obwohl, doch, so langsam kenne ich mich ein bisschen aus. Also, diesen, General da oben, frage ich einfach. Der hat hier 100.000 Quests für mich. Da werde ich schon einen finden. Jetzt habe ich schon wieder 10 Minuten hier. Ey, ich habe mir nur die Berufe angeguckt. Aber erstmal, nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Eulchen, der mir hier alles wundervoll erklärt. Und ohne den ich wahrscheinlich überhaupt nicht weiterkommen würde. Beziehungsweise weiterkommen vielleicht, aber in so einem Schneckentempo, dass es euch wahrscheinlich zu Tode langweilen würde. Dementsprechend finde ich das ganz gut, dass er mir da immer so ein bisschen erklärt. Vor allem, weil ich sehr, sehr froh bin, dass ich es auch direkt verstehe. Haha. So, guten Tag. Oh, Fallschaden, ne? Autsch. Autsch. Doof. Genau. Feldwebel Nox. Hallo, hallo? Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Probleme im Turmviertel. Das Turmviertel ist in Aufruhr. Die Orks vom Vielpfeile-Stamm haben weite Teile unter ihre Kontrolle gebracht und die Neverwinter-Wache braucht dort dringend Verstärkungen. Eure Erfolge in Black Lake sind die beste Empfehlung für diese Aufgabe. Macht euch gleich auf den Weg zu Feldwebel Creed. Er ist bei der Taverne zum gefallenen Turm im Turmviertel und wird euch in die Lage einweisen. Okay, klar. Ja, kein Ding. Nehme ich das andere direkt auch noch ein? Fürchterliche Berichte vom Marktplatz der 7 Sonnen erhalten. Die Kobolde sind in der Stadt los. Wir dürfen sie nicht außer Acht lassen, sonst werden wir sie nie wieder los. Die Kobolde haben den Marktstand von Graith Wrathburn am helllichten Tage ausgeraubt.
Sie konnten anschließend durch einen Kanalisationseingang verschwinden. Ich möchte, dass sie die Spur dieser Kobolde aufnimmt und Graces gestohlenen Schmuck zurückholt. Mhm. Passt. Boah, das gibt wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Finde ich gut. Dann gucke ich jetzt mal, was ich als erstes mache. Was? Abgeschlossen? Probleme im Turmviertel? Wie zum Henker habe ich das denn jetzt abgeschlossen? Hä? habe ich das... Ich habe das noch nicht... Nein, ich habe das noch nicht abgeschlossen. Das war jetzt dezent verwirrend. Irgendwann hat mir... Altes Blut, 19. Mai. Mir wurde von euren Taten berichtet, auch wenn ihr noch jung seid, ehrt ihr bereits das Ansehen eures Volkes, das ist gut. Ein Elf in Faerun lebt mit dem Echo der glorreichen Vergangenheit. Unser Imperium umfasste einst die gesamte Welt und unsere Schönheit und Weisheit wurde gepriesen von den Bergen bis zum See. Jetzt haben wir keine Heimat mehr, dazu verdammt ein Leben lang zwischen den Relikten unserer Vergangenheit umherzuwandern. Ich möchte unserer Rasse gerne helfen, ihr Andenken in dieser Welt zu erhalten. Wenn ihr mir dabei zu helfen wünscht, findet ihr mich im Turmviertel im Neverwinter im Kampf mit den Vielfeil-Orks. Ja, da bin ich ja gerade auf dem Weg hin. Möge wahrscheinlich. Korallons euch beschützen und leiten. Sirion Haldoreth. Geweihter vom Blade-Song und... Ich bin immer sehr froh, wenn das vorgelesen wird, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das eigentlich ausspricht. Seid gegrüßt. Ihr habt jetzt das Berufesystem in viel kennengelernt. Daher solltet ihr auch wissen, dass dieses System mit dem Webbrowser via Neverwinter Gateway erreicht werden kann. Durch Anmeldung mit dem Neverwinter Account im Neverwinter Gateway ist Zugriff möglich auf euren Charakter. Gegenstände oder also Berufe, Meralun, Aktionshaus, E-Mails, Gildennachrichten, ja und so weiter. Ich bin schon wieder bei 22 Minuten, das heißt, ich müsste das Ganze jetzt natürlich wieder beenden. Ach, ist ja gar nicht wahr, ich bin bei 12 Minuten. Ich habe ja gar nicht um 0 angefangen, ich habe um 10 angefangen. Okay, 12 Minuten hat sich erledigt, vergesst, was ich gesagt habe. Au. Warum tue ich mir mal weh? Ich laufe dem Glitzerding immer noch hinterher, ne? Ja. Also normalerweise kann man das natürlich auch ohne dieses Glitzerding machen, aber ihr kennt meinen Orientierungssinn. Von daher ist es mir lieber, wenn ich irgendwas habe, das mir zeigt, wo ich hin muss. Ah, da sind noch diese drachengeborenen Viecher. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Was bist denn du? F drücken zum Interagieren? Nein, stopp, zurück. Ach so, was ist das? Ich bin verwirrt. Ist egal. Hier muss ich lang. Hä, wo muss ich denn hin? Zum Turmviertel muss ich. Ah, okay. Ja. Ich wollte noch angesprochen haben, dass, ich momentan so dezente Probleme habe, mit was ich spielen soll. Ich habe halt mega Bock auf Let's Plays wieder. Weil ich halt auch schon ewig keine mehr gemacht habe jetzt. Wie gesagt, es sind eben jede Menge Vlogs erschienen, hauptsächlich auch so Event-Vlogs, die mir auch mega, mega Spaß machen. Aber ich finde es einfach unglaublich schwierig, die ganze Zeit vom PC zu hocken und zu schneiden. Da ist es mir lieber, wenn ich Let's Plays aufnehmen kann. Die sind dann einem Stück. Da muss ich nicht viel schneiden, außer ich... Außer ich muss irgendwie so ein Intro zusammenbasteln, was ja eigentlich auch relativ schnell geht und nicht viel Arbeit macht. Deshalb sind mir so Let's Plays tausendmal lieber als solche Vlogs, die einfach mega viel Arbeit machen. Ich hab... Oh, Tatsache. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bin ich froh, euch zu sehen. Die Orks des Vielfaltstammes drohen mit der Einnahme dieses Stadtteils. Und die Neverwinter-Wache könnte bei der Abwehr der Orks eure Hilfe gebrauchen. Wenn ihr Interesse habt, dann sprecht doch mit Feldwebel Creed bei der Taverne zum gefallenen Turm. Danke für den Bericht, Gefreiter. Meine Magie steht zu eurem Dienst. Oh, ein Zwerg. Ja, was jetzt so mein Problem ist, ist, dass ich relativ viele Spiele habe. Ach, ist ja Blödsinn. Eigentlich habe ich nur ein Spiel, was mir im Moment absolut gar keinen Spaß mehr macht, und das ist Harry Potter. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, warum. Zumal ich es ja auch schon öfter erwähnt habe. Ich gucke mich jetzt nur hier mal ein bisschen um, also wundert euch nicht, warum ich jetzt hier einen total komplett bescheuerten Weg gehe.
In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht irgendwas noch finde. Das zum Beispiel. Harry Potter macht mir halt absolut null Spaß im Moment. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, das Spiel weiterzuspielen. Es ist immer schwierig, Spiele zu zocken, die einem keinen Spaß machen. Und genau ist das, das ist ja auch das, was ich absolut nicht wollte. Worauf ich aber mega Bock habe im Moment, wäre The Witcher. Ich bin einfach auch im Moment privat wahnsinnig viel... Was? Beachten Sie die Orks und die fallenden Phantome gar nicht und trinken Sie den guten Wein? Das Turmviertel ist in Aufruhr, die Orks sind natürlich gleich auf dem Weg, ja? Okay. Hä? Verrückt. Ich bin momentan auch privat sehr viel The Witcher am Zocken und ich habe einfach unglaublich viel Bock drauf. Ich liebe diese Story einfach. Der Suche nach Beschäftigung? Huch. Mann, die haben mich voll erschrocken. Hey, was bist du denn für eine? Kopfgeldverwalter. Okay. Cool, cool. Feldwebel, guten Tag. Der Vielfallstamm hat sich diesen Bereich der Stadt zu eigen gemacht und bereitet der Neverwinter-Wache Probleme. Wir könnten eure Hilfe brauchen, um mit dieser Gefahr fertig zu werden. Mhm. Viel Glück da draußen. Wachen retten und Folter beenden, einige das klingt ja gut. Einige Patrouillen sind im Walk-in-Weg verschwunden. Vermutlich wurden sie von den Vielpfeil-Orks gefangen oder getötet. Sollten einige der Soldaten noch am Leben sein, müssen sie gerettet werden, bevor sie in die Hände von orkischen Folterknechten fallen. Mhm. Kein Problem. Die Vielpfeil-Orks sind für ihre Wildheit und Grausamkeit bekannt. Es gibt Gerüchte, dass einige unserer Soldaten von ihnen im Joaquin-Weg beim Anstieg südlich des gefallenen Turms gefoltert werden. Wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Minimiert ihre Reihen etwas und kehrt dann hierher zurück. Klar. Also direkt zwei Quests, die ich machen kann. Freut mich. Los geht's. Dann kann ich vielleicht direkt auch mal dieses Nahkampfgedöns ausprobieren. Also, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. The Witcher. Unglaublich geniales Spiel für alle, die es kennen, wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Und ich habe einfach mega Bock drauf. Das Problem ist nur, ich würde natürlich beim ersten Teil anfangen, weil chronologische Reihenfolge und so. Und es könnte halt ein unglaublich langwieriges Spiel werden, weil wer The Witcher kennt, wer die Witcher-Spiele kennt, der weiß auch, dass das sehr, sehr umfangreiche Spiele sind, die auch... ja, wahnsinnig viel von einem fordern, sozusagen. Und ich weiß halt nicht, ob das so... Ja, es ist halt... Mir fehlt da manchmal auch so ein bisschen das Durchhaltevermögen. Das hieß, es wäre wahrscheinlich wieder ein Let's Play, das ich irgendwann mal anfangen würde. Und zack. Palim, palim. Oh, ne? Ach Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Was ich irgendwann mal anfangen würde und vielleicht auch dann wieder eine lange Zeit pausieren würde... Aber das Juwel von Neverwinter verloren gegangen in einem Moment wie die Münze im Geldsack eines. Okay. Relikten hat's? Sagt mir nichts. Zack. Zack. Hey! Boah, der bewirft mich mit Sachen. Mieser Kerl. Wow! Scheiße. Ich renne denen dann noch direkt in die Arme. Okay, tap, tap, tap. Bam. Bam. Yeah, Mann. Boah, ist das cool. Alter, ich geh voll ab. Komm schon. Juhu. Bam. Oh, ist das geil. Ich stehe auf Nahkampf. Aber Fernkampf ist mir dann doch lieber. Okay, musste ich das überhaupt tun? Sieben Orks. Okay, sieben Orks habe ich schon mal. Halt, warte. Wachen retten. Oh, ich muss Gefangene retten. Aber erst in der nächsten Folge, denn ich bin schon wieder bei nach Relikten suchen. Was? Oh! Wettkampf abgeschlossen. Wettkampf? Dunkles Emblem, Rang 1. X drücken zum Ausblenden. Okay. Kurios! Kurios! Autsch! Ich hab dir deine Gegner gemobst. Sorry. Wollte ich nicht. Ich muss die Folge leider schon wieder beenden.
Weil ich schon wieder bei 20 Minuten angekommen bin. Ich werde aber erst noch den hier töten müssen. Wow, der ist groß. Der ist ziemlich groß. Und der hat zwei Bestien dabei. Sterbt. Oh, ich hasse es, Wölfe zu töten. Hey, lass mich doch mal hier raus. Mann. Puh. Okay, Huch, nein. Halt, stopp. Ich wollte das nur einsammeln hier. So, wie gesagt, Folge beenden und so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank nochmal an Eulchen für deine wundervollen Tipps. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwann mal gemeinsam aufzunehmen. Aber da, wie gesagt, diese Woche Spätdienst, seht ihr ja, 11:31 Uhr. Wird es diese Woche wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig. Ich versuche dann mal so lange noch alleine weiterzumachen. Aber irgendwann wird das noch klappen. Ich glaube an uns. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.